Guten Morgen, meine Lieben. Ich werde heute wieder diesen Ringbogenkuchen backen. Denn ein Jahr ist vergangen, dem ich das letzte Mal gebacken habe. Und wir werden heute noch einmal probieren und diesmal aber etwas schöner und anders verzieren. Ich habe hier schon 300 Gramm Butter, habe ich jetzt hier schon drin. Dazu kommen jetzt drei Päckchen Vanillezucker. Die ganzen Zutaten. Und wie es gemacht wird, schreibe ich unten in die Infobox rein. Beziehungsweise ich verlinke euch den Link zu dem anderen Video. Da habe ich alles damals sehr ausführlich reingeschrieben für euch. War damals auch ein anderes Video, deshalb wird es heute mal ein Video, wo ihr auch mal zugucken könnt. So, Vanillezucker ist drin. Dann brauchen wir 260 Gramm Zucker. Ich hoffe, mein Zucker reicht ein bisschen wenig aus. Oh, jetzt auf 0 drücken. So. Ja, mal gucken. War klar, mir fehlen 100 Gramm Zucker. Es war klar, dass mein Zucker aus der Box nicht reicht. Und das wird alles zusammen schön schaumig geschlagen. Unser Teig sieht jetzt so aus. Ich habe noch vergessen zu sagen, dass alle Zutaten auf Zimmertemperatur sein müssen. Meine Butter war jetzt hier noch etwas fest, dadurch ist jetzt nicht ganz so schön cremig geworden, wie ich mir eigentlich erhofft habe. Aber es geht trotzdem. So, jetzt brauchen wir drei Eier. Eins, zwei, drei und drei Eiweiße. Upala. So. Hat auch gut geklappt beim ersten. So. Nummer 2. Der Deckel ist nicht so schön, haben wir nochmal einen schöneren. Und die Nummer 3. Aufschlagen bin ich heute nicht gerade der Weltmeister, also bitte nicht darauf achten, wie ich meine Eier heute aufschlage. Ich bin heute irgendwie nicht der Beste drin. Vielleicht liegt es an meiner Erkältung. Ich kann es euch nicht sagen. So, die restlichen drei Eigelb, die stellen wir beiseite. Wird alles schön wieder jetzt verrührt. So sieht es jetzt fertig aus. Das stellen wir jetzt erstmal beiseite. So, meine Eier kommen auch rüber. Oh, jetzt brauche ich noch Lappen. Wartet. Ein bisschen Sauerei veranstaltet. So. Oh, wieder unsere Waage. Denn jetzt messen wir Mehl ab. Wir brauchen jetzt 650 Gramm Mehl. Fussel. So, na, dann wollen wir mal. Relativ viel. Oh, ich habe zu viel. Warum sagt mir das denn keiner? Ein bisschen wegnehmen wieder. Ach, sehe ich 48, natürlich. So. Dazu kommen jetzt
1,5 Päckchen Backpulver. Für viel Teig braucht man viel Backpulver. So. Und dazu kommt jetzt noch ein halber Teelöffel Salz. Na, die Dose nochmal aufgehen wollen, wie ich das so möchte. So. Perfekt. Das wurde jetzt alles mit einem Löffel verrührt. So, und jetzt geben wir im Wechsel diese Mehlmischung mit 530 Gramm Buttermilch immer im Wechsel in die Masse mit dazu. Hier sind allerdings bloß 500 drin. Ja, man kann es kennen. Nur 500 drin. Ich werde das hier mit Wasser, werde ich das hier jetzt noch auffüllen, beziehungsweise mit richtiger Milch, diese 30 Milliliter noch auffüllen. So sieht der Teig jetzt fertig aus. Ihr könnt jetzt die 6 Farben, die wir haben, ich glaube 6 sind es, ja, die 6 Farben, könnt ihr jetzt in 6 Schalen machen, wie ihr da hinten sehen könnt. Könnt ihr das alles dort aufteilen zu Portionen A 335 Gramm circa. Ich werde mir diese Mühe diesmal nicht machen, da mir einfach viel zu viel Abwäsche ist. Da ich die Zahl, wie gesagt, weiß nicht, euch auch genannt habe, werde ich mir jede Portion einzeln abmessen. Mit 335 Gramm abgefüllt und werde sie jetzt mit diesen Farben, mit diesen Crazy Colors, werde ich die jetzt mischen. Wenn ihr die nicht bekommen solltet, könnt ihr auch diese hier nehmen. Dann würde ich euch 2 Packungen vorschlagen. Die Farben könnt ihr super untereinander mischen. Aber bei den Crazy Colors sind natürlich alle Farben schon gemischt, aber die gibt es bei uns nicht so oft. Und deshalb musste ich letztes Jahr auch auf dieser anderen Farben halt umsteigen. Die sind halt flüssig, haben aber eine sehr tolle Pigmentierung und diese Crazy Color sind in Pulverform. Kann ich euch mal zeigen. Da, in Pulverform. Kippe ich jetzt hier mit rein. Werde das jetzt gut verrühren. Teig jetzt schön gelb. Das macht ihr jetzt auch mit allen Farben. Danach gibt sie in eine gefettete und in eine gemehlte Springform. Meine Springform ist jetzt hier ca. 24 cm im Durchmesser. Ihr könnt, glaube ich, auch eine 26er nehmen. Das dürfte auch gehen oder es geht auch. Dann habt ihr halt die Böden ein wenig dünner. Dann, und wenn ihr alles abgefüllt habt, backt ihr die einzelnen Schichten ca. 10 Minuten bei 170 Grad Umluft. Sagt, und bei Ober-Unterhitze ungefähr 190. Es sind ca. 7 bis 10 Minuten. Ihr müsst immer auf den Teig achten, sonst wird ihr euch zu dunkel. Ein Tipp von mir, um das schön gleichmäßig hinzubekommen, am besten einen Tortenheber nehmen. Und dann könnt ihr das hier wunderschön auch sehr gut gleichmäßig verteilen. Mein Tortenring muss jetzt noch ein bisschen abkühlen, bevor ich jetzt weitermachen kann. Ich werde jetzt in der Zwischenzeit schon mal die Creme vorbereiten. Wir brauchen jetzt 400 Gramm Butter, 400 Gramm Puderzucker und 400 Gramm Frischkäse Natur. Denn ich möchte schon mal, wenn die einzelnen Böden abgekühlt sind, schon mal anfangen mit Stapeln. Die Frischkäsecreme ist jetzt fertig. Die habe ich jetzt hier hinten drin. Ich habe jetzt hier schon einen Tortenboden. Weil mit Ring macht sie das etwas schlecht jetzt, weil ich die hier hinten, man kann es nicht sehen, mit KitKat verzieren möchte. So, ich fange jetzt einfach mal an.
mache ich einfach jetzt ein bisschen Creme drauf. Ich weiß gar nicht, wie viel ich im Endeffekt wirklich brauche. Ich mache meist immer lieber ein bisschen zu viel als zu wenig an Creme. Die kann man immer ja noch gebrauchen. Wenn ihr beim Verteilen hier etwas über den Rand kommt, ist es überhaupt nicht schlimm. Denn hinterher machen wir eher den Rand noch richtig schön ringsherum. Hier brauche ich noch ein kleines bisschen. Ich mache das auch nicht zu dick, die Creme, sonst war die Torte einfach zu hoch. Guckt, dass ihr einfach ein gesundes Mittelmaß findet. Das ist auch alles Geschmackssache, wie ihr das für euch empfindet mit dieser Creme hier. So, im Tortenhebe macht ihr es relativ gut mit dem Verteilen. So. Bin verteilt. Und jetzt mache ich hier einfach den nächsten Boden oben drauf. So möchte ich jetzt schon Schritt für Schritt schon weiterarbeiten. Während die Böden langsam auskühlen, kann ich immer schon mal ein bisschen weiterarbeiten und dann werde ich auch fertig. Ein bisschen Zeitverzug bin heute, da wir bald los wollen und es ein bisschen schneller gehen heute. Einfach jetzt wieder eine Creme oben drauf und dann immer wieder stapeln. Der letzte Boden drauf ist drauf. Jetzt kommt noch meine restliche Creme, die ich hier habe. Viel ist es nicht mehr, wie man sehen kann. Ich hoffe, es reicht noch für oben drauf und für Hings herum. Ich bin gespannt. Oben ist jetzt die Creme drauf. Ich werde jetzt hier am Rand noch etwas verteilen. Den Rand mit den KitKat, was ich schon gezeigt hatte, mit den KitKat verzieren. So, alles drauf. Gott sei Dank super gereicht. Ich werde jetzt hier die Tortenplatte noch etwas säubern, weil so kann man die ja nicht lassen, hier überall mit, überall drüber gelaufen. Die Tortenplatte ist sauber. Jetzt werde ich hier die ganzen KitKats alle aufreißen. Gebrochen habe ich die Gott sei Dank alle schon. Oh Gott, oh Gott. Jetzt sind hier schon, wirklich alle schon angebrochen. Und werde sie hier dran setzen. Ich hoffe, das hält. Und die fallen mir nicht reihenweise wieder runter. Ich habe jetzt hier ca. 12 Pakete KitKat verbraucht. Im einen Paket waren 4 Stangen drin. Damit ihr ungefähr mal eine Anzahl habt, was ihr kaufen müsst. Damit die auch reichen. Ich glaube, 2 oder 3 Stangen werden, glaube ich, hier noch übrig bleiben. Aber im Großen und Ganzen braucht ihr ca. 12 Pakete. Mit A4 Stangen. Ja, 2 bleiben über. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. So. Fertig. Das ist jetzt mein fertiger Kuchen. Ich bin so happy. Der ist so toll geworden. In der Mitte habe ich aus so einem Zuckerkreis geholt mit der Aufschrift Happy Birthday. Oder herzlichen Glückwunsch. Birthday Quatsch. Dann die Zuckerblumen noch. Habe an den Rand keine Smarties, sondern diese Skiddies genommen. Warte, ich habe auch noch eine Tüte. Diese hier. Weil Smarties war mir jetzt ein bisschen doch zu süß. Und hängs herum habe ich hier noch eine Schleiferung gemacht, damit die KitKats mir nicht gleich runterfallen. Ich werde im Anschluss noch ein Foto dran heften, wie der Kuchen aufgeschnitten aussieht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.